Auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf will die Abda endlich über das neue Berufsbild diskutieren. Doch mitten im Wahlkampf mussten die Apotheker sich plötzlich gegen rollende Apotheken und Apothekenbusse positionieren. Wie kommt es, dass die Apotheker schon wieder in die Defensive gedrängt wurden? Also, dass wir in diesen entlegenen Regionen mit ausgedünnter medizinischer Versorgung und ausgedünnter Infrastruktur eine Antwort darauf geben müssen, wie wir dort Arzneimittelversorgung organisieren, das ist uns natürlich klar. Das ist auch nicht neu. Dass nun einzelne Anbieter glauben, sie könnten eine logistische Lösung dafür präsentieren, indem sie irgendwie Arzneimittel dahin bringen, wo diese Menschen sind, das ist natürlich eigentlich keine Antwort auf die Frage, die gestellt ist. Doch es war ja nicht nur die Versandapotheke Doc Morris mit ihrem Apothekenbus, die das Thema auf die Agenda gebracht hat. Auch Politiker fanden die Idee charmant. Bei der Union haben es die rollenden Apotheken sogar ins Wahlprogramm geschafft. Doch Schmidt ist zuversichtlich, dass die Argumente der Apotheker Gehör finden. Ich habe den Eindruck, dass zumindest diejenigen Politiker, die dieses Modell mobile Apotheke originär aufgebracht haben, dass die darüber nachgedacht haben. Wir hören ja jetzt, ja, wir können uns durchaus vorstellen, dass das die Apotheke vor Ort mit dem Bodendienst, mit der Zweigapotheke, mit der Rezeptsammelstelle macht. Ich glaube, da hat auch ein Lernprozess eingesetzt. Das war vielleicht auch alles ein bisschen überstürzt, was da am Anfang veröffentlicht worden ist. Wie aber passen die neuen Leistungen ins Konzept, wenn es auf dem Land erstmal nur darum geht, den Status quo zu halten? Im Grunde geht es darum, die Patienten davon jeden Tag aufs Neue zu überzeugen, dass diese Arzneimitteltherapie, die sie verordnet bekommen haben, die richtige für sie ist. Dass es aber, wenn sie erfolgreich sein soll, immer voraussetzt, dass sie richtig angewandt wird, konsequent angewandt wird, richtig angewandt wird. Das kann man nur erreichen, indem man die Menschen relativ häufig zu sich bestellt, besucht, anruft und sie immer wieder daran erinnert und immer wieder fragt, wie kommst du denn eigentlich zurecht mit deinen Arzneimitteln? Funktioniert noch alles? Nimmst du überhaupt noch alles? Wie sind die Nebenwirkungen? Ist das, was du jetzt erlebst, eigentlich das, was du mit deiner Therapie haben wolltest, der Gesundheitszustand, den du jetzt erreichst, um sie immer wieder zu motivieren, an der Behandlung dran zu bleiben? Und das ist ein Punkt, der setzt eigentlich erst ein, wenn das richtige Arzneimittel am Patienten schon ist. Laut Schmidt betreten die Apotheken mit den zusätzlichen Angeboten Neuland. Das ist heute schon gelebte Praxis in vielen Apotheken, nicht in allen. Und es ist heute, naja, wollen wir sagen, mehr oder weniger Zufall, ob ein Patient in den Genuss dieser Leistungen kommt oder nicht. Der Apotheker ist nicht verpflichtet, sie anzubieten. Er wird dafür auch nicht bezahlt. Er bringt sie sozusagen pro bono aus pharmazeutischem Idealismus. Er kann das auch weiterhin tun. Aber wir sehen schon, dass um das System auch für das gesamte Gesundheitswesen sinnvoll und ökonomisch tragfähig zu machen, müssten diese Leistungen eigentlich flächendeckend angeboten werden. Und dazu müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen aber erst geschaffen werden. Das würde, so hoffen wir, dazu führen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die heute unter sehr starker Fremdbestimmung leiden, das ist das, was uns am meisten im Alltag stört, dass dieses Maß an professioneller Autonomie, was ich selbst entscheiden kann, nur aus meinem eigenen Wissen heraus, dass das so stark eingeschränkt worden ist in den letzten Jahren, dass das wieder besser wird, weil in diesem neuen Feld, das betrachten wir als unser autonomes Feld, dort habe ich wieder die Kraft und auch die Zuständigkeit, autonom pharmazeutische Entscheidungen mit dem Patienten zu treffen. Laut Schmidt müssen sich die Apotheker dabei auch gegen Widerstände und Konkurrenzdenken durchsetzen. Diese neuen Leistungen, die wir anbieten, sind natürlich originär keine apothekenpflichtigen Leistungen. Sie stehen zwar im Zusammenhang mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln oder verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, aber im Grunde könnten sie auch von anderen angeboten werden, zum Beispiel von Krankenkassen selbst, von Arzneimittelcoaches, von irgendwelchen Telefondiensten. Das heißt, wir müssen jetzt darum kämpfen, dass anerkannt wird, dass wir diejenigen sind, die primär für diesen Gesamtbereich Arzneimittelversorgung bis zum Patienten Verantwortung tragen. Das wird aber nicht konfliktfrei bleiben. Natürlich werden wir uns dort an den Schnittstellen zum Arztberuf, zu den Pflegeberufen, durchaus auch zu den Gesundheitsmanagern, die Kassen jetzt entwickeln und einsetzen, zu bewähren haben und uns dort durchsetzen müssen. Ohne Selbstüberschätzung, aber mit Selbstbewusstsein. Auf dem Apothekertag soll in den kommenden Tagen erst einmal abgeklopft werden, welche Leistungen die Apotheker überhaupt übernehmen wollen. Die Diskussion innerhalb des Berufsstandes wird laut Schmidt noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir diskutieren jetzt erstmal darüber, ob der Weg, den wir dort
aufzeigen wollen, in diese Richtung mehr wissensbasierte pharmazeutische Leistungen zur Grundlage unseres Berufs in der Zukunft zu machen. Ob die Hauptversammlung dem folgen oder die anwesenden Kolleginnen und Kollegen dem folgen wollen. Danach wird sich ein relativ langer Diskussionsprozess auch in den Gremien der ABDA abspielen, sodass wir möglicherweise in einem halben Jahr oder vielleicht im Dreivierteljahr, spätestens aber am nächsten Apothekertag 2014 in München, eine endgültige Antwort darauf geben können. Wohin die Reise gehen wird, wird der Donnerstag zeigen. Dann will die ABDA ihren Entwurf für das neue Leitbild vorstellen und offen diskutieren. 3 Stunden sind für die Debatte anberaumt.